als Gastjäger nicht mit Schalldämpfer jagen dürfen. Also Schalldämpfer runter, ganz wichtig. Und was ganz wichtig oder noch viel wichtiger ist, dann auf jeden Fall einen Probeschuss machen. Der Probeschuss hat gepasst und nun kann es losgehen. Wir sind wieder in Polen, in der Oberförsterei Przeborow. Und für Ende Mai ist die Vegetation in diesem Jahr schon sehr hoch. Ein Jährlingsbock kreuzt unseren Weg zum Hochsitz und bekommt Wind. Auf der gegenüberliegenden Seite des malerischen Wiesentals taucht ein 2- bis 3-jähriger Bock auf. Dieser Bock darf aber noch 2 bis 3 Jahre seine Fährte ziehen. Ist er doch gut veranlagt für sein Alter. Von links kommend taucht plötzlich ein anderer Bock auf. Vom Körperbau sprechen wir ihn zunächst als weiteren jungen Bock an. Ein Fehler, wie sich im Nachhinein herausstellt. Der im Wildbrett schwache Bock tut sich mitten auf der Wiese nieder. Wie der Bock im Bett sitzt, sehen wir von vorn, dass die Stangen flach und seitlich abfallend auf dem Haupt sitzen. Ein alter, wenn nicht sogar überalteter Bock. Plötzlich taucht vor uns, über einen Graben hinweg, ein weiterer Bock auf. Aber dieser eng stehende Sechser hat das Zielalter von 5 Jahren noch nicht erreicht. Wir genießen den Anblick dieser 3 Böcke, die keine 150 Meter auseinanderstehen. Und als der alte Bock vor uns hoch wird, verpassen wir die Chance und der Bock zieht links hinter uns in den Bestand. Manchmal ist man auch froh, dass diese Idylle nicht durch einen Schuss gestört wird. Denn sonst hätten wir auch die Sauen vor uns nicht mehr gesehen und in Ruhe beobachten können. Es sind 8 oder 9 Überläufer, die wir aufgrund der hohen Vegetation nicht genau ansprechen können. Und so bleibt der Finger natürlich gerade. Herrlich! Und das beim besten Tageslicht. Wir baumen ab, denn Andrzej und ich haben am gestrigen Abend einen alten Bock ausgemacht. Und an diese Stelle wollen wir nochmal pirschen. Nach kurzer Pirsch sind wir an besagter Stelle. Und wir sehen, wie der Bock bereits am Getreiderand steht. Jetzt muss es schnell gehen. Weidmannsheil. Auch hoch. Boah. Der Bock liegt mit Hochblattschuss im Knall. Und so treten wir nach reichlich Anblick an diesem Abend in diesem schönen Revier an den längst verendeten alten Bock heran. Dass wir da noch ankommen. Ich auch nicht. Aber es macht sich manchmal auch bezahlt, wenn man hartnäckig bleibt, ja, ne? Und gestern sind wir von der anderen Seite gekommen. Da haben wir ihn ja schon gesehen. Und da hat er uns hier im Roggen hat er uns spitz gekriegt. Und das war ein bisschen überriegelt, deswegen konnte ich nicht schießen. Und erst war hier, waren auch die Häuser noch mal davor. Ja, von der anderen Seite muss man sagen, geht es ja gar nicht, wenn du von dem Wald kommst. Ja. Und so war es schon eigentlich perfekt, wie es heute gelaufen ist. Weidmannsheil. Weidmannsdank.